Hallöchen und herzlich willkommen hier bei GTA Online. Heute mit uns dreien, Mikes leicht angetrunkenem Kumpel, der hier mit uns im Auto sitzt. Und kenne ich noch aus der Grove Street. Genau. Der hat auch den einzigartigen Polizeiskin. Aber er kann leider nicht mit euch reden, weil er ja zu betrunken ist, dass man ihn verstehen könnte. Ja, er schläft. Genau, er schläft seinen Rausch aus. Ich helfe ihm da einfach ein bisschen bei. Weil ein Polizist darf er ja nicht gesehen werden, wenn er betrunken ist. Genau. Auch glaube ich zurückfahren, weil ich uns einfach nicht ging, weil so ein kleiner Keuler war. Ne? Ich bin doch keine Frau, ich komme, passt. Das war voll politisch und korrekt. Scheiß auf Politik, Cory. Ja. Weißt du, die Polizeiwagenkarren sind auch nur so lange scheiße, bis sie dich verfolgen, ne? Da sind die immer. Sag mal, ich meine, den geskripteten Missionen teilweise echt lustig. Du fährst mit einem absoluten Sportwagen. Das war geil, ja. Du fährst irgendwie mit dem absolut geilsten Sportwagen, maximal getuned, und so eine alte Rostlaube ist nicht in der Lage, die einzuholen. Das ist sehr realistisch. Also ich finde das Heck sehr gut geformt. Du hast ein paar Donuts, Kumpel. Der Laden sieht irgendwie sehr creepy aus, finde ich. Na? Voll isolotexturiert. Nee, guck noch mal nicht mal. Aber ich finde, die Bänke sehen total low-texturiert aus, sorry. Es geht. Aber nee. Ich frage mich, warum man da nicht rein kann. Ja, warum ist da eine Theke? Das ergibt gar keinen Sinn. Vielleicht ist das kommt irgendwann in einem Add-on mal Restaurants oder so dazu. Alter, die Karre ist mal so im Eimer. Die Karre hört sich so kaputt an. Die ist heile. Frag mein Kumpel, was hat die. Also, die Fritze. Aber die ist auch heile. Es geht. Ja, er hat ja sehr deutlich gesprochen. Irgendwer ist hier mit dem Heli unterwegs. Mag hier über den Flughafen. Wir wollten ja ein bisschen Unfug die Folge machen. Es mag vielleicht, wenn das euch das schon langweilig ist, mit dem Unfug-Thema machen. Könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, aber wie gesagt, 7 Stunden aufnehmen für 2 Stunden Gameplay ist eindeutig einmal drin, aber das wird sich wiederholen, weil die Missionen immer anspruchsvoller werden. Ich finde die gar nicht so schwer persönlich. Aber wenn die Leute sich nicht zusammenreißen, kann das schon schwer werden. Wie ihr ja gesehen habt. Ja. Weil wenn Markus gegen irgendwas fährt. Vor allen Dingen, man kriegt noch. Nur weil der Typ dagegen fährt. Statt einfach mal zu bremsen, hält er weiter drauf zu, aber ich bin schuld. Hast du dir das Video angeguckt? Ja, ich hab geguckt aus deiner Sicht. Ja, ich hab mir den Wagen angeguckt und gar nicht realisiert, dass die Kurve kam. Ja, aber dann hast du nach vorne geguckt und da hast du es dennoch gesehen. Also ja. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall habe ich das Ding unglücklich erwischt. Warte, ich wende minimale Gewalt an. So, kaputten Reifen. Aha, man kann LKW vorne wegdrücken, aber ich bin. Ja, er hat vorne einen kaputten Reifen, er hat vorne nicht mehr so viel Grip. Einbußen? Nein. Der Wagen ist voll im Eimer eigentlich, Ein bisschen. Ein bisschen, so wie hier ungefähr. Ja. Das ist Captain Eimer. Wäre zu geil, wenn das geklappt hätte. Ach, bei dir ist die Tür raus, deshalb das Bing, Bing, Bing. Go Mike, go Mike. Vor allen Dingen, dafür gibt's jetzt einen Stern.
Was? Weil ich gegen die Wand gefahren bin? Genau deshalb! Das ist irgendwie ein bisschen überzogen. Aufhören. Ich schieß auch her auf ihn. Aufhören. Ich bin schon tot. Dann fahren wir mal drüber. Ja. Ich habe auch nur geweint, das war Notwehr. Ich schieße auch nicht, weil ich gegen die Wand fahre. Das gibt's doch nicht. Er verzieht ganz leicht. Ich lenke überhaupt nicht, aber der lenkt doch immer vorüber. Egal, wir sind im Flughafengelände. Auch wenn ihr wundert euch bestimmt, warum ich gerade so komisch geflogen bin und das einfach so super hingekriegt habe. Das liegt daran, dass ich gerade mit dem Maus so zuspiele und es einfach irgendwie nicht klappt. Wie eigentlich, ja, eigentlich würde ich das machen. Benehmt euch, seid mal logisch programmiert. Dann schwer was dran. Aha, und denke sich. Ja, pass doch auf. Nö, wir haben 4 Sterne. Oh, Cargo Bob. Ja, genau, Sport auf dem Flugfeld. Instant. Wenn ich so jetzt mal herkommen müssen, ne? Kennst du nicht, dass die Theorie wie Polizei in GTA spawnt? Du hast doch Matrix gesehen, oder? Ah! Ah! Au! Der hat mir voll in den Rücken geschrotet. Willkommen. Hier sind meine Polizei-Helis. Ich brauche mal ein Auto für die Rampe. Nehmen wir den hier, der steht hier gerade so unscheinbar. Mip, 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 mip. Nimm mich mal mit. Ist alles abgeht. Komm, steig ein. Könnte ich natürlich auf das Auto warten. Geh jetzt Auto. Ich hab doch gesagt, nimm das Auto mit. Fahr ich auf ein X-Pad. Was? Ja. Das ist mir so. Boah, Alter. Auf Tastatur zu switchen. Ey, du stehst zwischen dem Pfeil. Das ist gut. Ganz gute Idee. Hab ich dich noch? Das nein, ich fahr ein Stück weiter nach hinten. Heb mal ein Stück ab! Das Problem ist, dass es hier sauer ist. Ich häng! Sag doch, dass der brennt! Ich hab's nicht gesehen, du hast auf einmal Bumm gemacht, bevor ich sehen konnte, dass er brennt! Oh, jetzt ist wieder meine Dusche abgestellt. Hast du hier? Alter, was ist denn das für ein Auto? Ach, das ist völlig im Arsch. Ich wollte gerade ins Bier geben, aber da fehlt meine Spielbadkarte. Hier, steig ein. Nicht auf der Seite. Oh, ich steig doch ein. Ach, fick dich. Grand Theft Auto. Not gonna happen. Was? Ja, an meiner Position. Was? Hast du gesehen, wo ich hängen geblieben bin? Das ist mir schon bewusst, Markus. Das musst du mir nicht. Halt! Warte mal, erstmal gucken. Hier nur so ein Bob. Jetzt müssen wir auf einmal den Cargo Bob einmal machen. Ich weiß, hab ich vielleicht schon tausendmal gesehen, aber war nicht bei uns. Was ist denn für ein Sound der Wagen? Kommst du mal her? Moment. Okay. Bumm! Hast du das überlebt? Ja, klar. Ich weiß, wie man Flugzeuge rammt, und du erzählt, dass sie kaputt gehen, aber du selber nicht. Das ist doof. Du lässt mich gar keinen Spaß haben. Richtig. Er versucht auch doch nicht, um es zu denken.
Das ist ja wieder mal sehr typisch. Hier, hol mich. Ab. Ich komme auf den Flugplatz, da kannst du mich mitnehmen. Hol mich mal hier ab, bitte. Ach, das bist doch, das bist du. Fick dich. Konntest du schon wissen, dass ich schieße, bevor ich schieße? Ah, danke, ich bin unten. Warum krieg ich dafür einen Stern? Ich hab nichts gemacht. Du hast mich da raus runter gekickt und die haben mich angeschossen auf einmal. Verdient. Ich voll der genaue Präzisionsschütze. Dame. Es geht eigentlich. Der Polizist hat einfach den Heli genommen. Marco. Nee, ich mache hier einen halben Salto. Den Berg runter. Wahrscheinlich, weil ich fast auf ihn draufgefallen bin, habe ich einen Stern bekommen in dem Moment. Er fühlte sich vielleicht leicht bedroht. Ey. Der steht 20 Minuten rum mit seinem Auto, aber wenn ich komme, fährt er los. Fick dich. Sie bist du mit 20 Minuten? Ja, gefühlte 20 Minuten. Du weißt, wie das gemeint ist. Hallo. Wie ich einfach den Bullen versuche wegzureden. Ey, wie ich wegen dir gerade kein Auto klauen kann. Weil sobald die Schussgeräusche hören, rasten die aus. Ja, da schießt einer, ich muss flüchten. Ich verliere gleich meinen Motor, wenn das so weitergeht. Oh. Fickt euch! Ich will hier doch einfach nur weg! Lasst mich doch wenigstens flüchten! Das war die ungünstigste Entscheidung zum ungünstigsten Moment. Ich hol die mal hier weg, ne? Ich finde mir gerade ein Heli-Duell, das ich hier anscheinend von mir. Nee, doch nicht. Oh, die geschrien haben. Wer ist das denn? Wahrscheinlich jemand, der davor, kurz davor ist, den Fehler des Tages zu begehen. Ich bin mir anzulegen, dass ich ihn die ganze Zeit stalke. Ich habe mal einen über den Strand zu Fuß verfolgt, wenn er mit einem Quad abgehauen ist. Er dachte, er wäre sicher, aber 2 Sekunden aufgehauen, dann war ich da schon da. Markus, bist du da unten? Ich bin hier irgendwo, ja. Ja, am Meer? Ja, ich bin hier in so einem, in einer... Ich bin gleich im Wasser, ja. Jetzt. Na? Oh Gott, ich hab's fast noch nicht bis ins Wasser geschafft. Das bist du also da unten gar nicht. Nee. Boah, Alter. Boah. 200 RP? Ach ja, ich bin die Bullen losgefahren. Okay, irgendwie kackt man den Motor langsam ab. Oh nein, Heli! Ich hab schon geschafft, so aus dem Heli rauszuspringen, dass ich mich selbst wegrotor. Das ist gut. Voll der Kind. Oh, nicht nimm den Bullen, dann Depp. Und doch nicht auf dem Gesicht. Doch, voll auf dem Gesicht. Boah, was war das denn? Das war voll der Reinfall.
Ah, hier. Lass mich doch mitnehmen. Oh mein Gott! Nimmt mir einen Stein. Hab hier einen Kurs, wo wir die steckt, Verwasser Schweine. Warum geht der so doof? Ich finde, er schießt. Bam, bam. Wir machen eigentlich gerade nur Blödsinn. Genau. In nächsten Folgen werden wir vielleicht mal einen Job zeigen, aber gerade haben wir einfach einen Bock auf Blödsinn in GTA, den jeder auch so machen will. Wie oft bist du schon gegen diese Scheibe da geklatscht? Gegen die Scheibe noch nie? Oh, warte. Das ist bitter, dass das gerade kein Schach. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, das war er ganz alleine. Oh, jetzt sind sie voll die Schrotthäde, sie will ich nicht. Irgendeine Loi, die wieder gespawnt hat. Oh, Alter. Geht das in die Luft, wenn man dazu fest in die Gegend fährt? Weiß ich nicht, das ist auch egal. Ich will da hinten das Flugzeug haben. Mann, der fährt so schlimm, dass ich auf dem Flugzeug, Fahrzeug falle. Ich guck mal, was ich hier noch so finde. Ein Titan kannst du noch finden. Wow! Wow! Irgendjemand hat eine Lenkrakete an mir vorbeigeschossen. Ey! Hm, genau das. Du! Ey, das ist der Typ, der gerade nicht wegen mir, sondern einfach aus eigener Dummheit getrasht ist. Ja. Und ich habe gerade Hundesohn gesagt, ich bitte um Entschuldigung. Ich muss ganz anderes sagen. Aber was sollte das denn jetzt? Ich lasse doch die anderen Spieler in Ruhe. Er dachte wahrscheinlich, dass ich ihn erschossen habe. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Das war ganz alleine. Ach ja, seine Blödheit müssen wir jetzt ausbaden, oder was? Mhm. Dafür muss ich ihn leider jetzt extrem oft killen, bis ich ihn so lange gekillt habe, dass er keinen Bock mehr hat. Ja. Ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt ist. Sonst würde ich sagen, das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge, den Krieg. Der haut jetzt ab, dieser Mann. Alter, mich fahren die Bullen um. Ich bin kein Arschloch. Das seid ihr. Also ich meine jetzt die Polizisten. Wie mir das Hundesohn aber... Halt, Markus! Wir können ihn jagen! Guck mal, was da hinten steht. Ein Buzzard. Er ist eine Nummer am Heli. Ich sehe ihn auf der Karte. Du auch? Er ist gerade oberhalb von uns. Das ist er. Hat er vor. Das... Ey, jetzt reicht's mir, Markus. Ab jetzt wird er gekillt. Ja, das gibt Krieg. Was soll denn der Scheiß? Warum habe ich ihn noch nicht erschossen, ehrlich gesagt? Jetzt reicht's mir. Dieser kleine Pisser, der noch nicht mal Haare am Sack hat, will mich jetzt hier trollen. Muss man Scharfschützen nicht mehr. Ich zeig ihm jetzt mal, was man machen kann, wenn man über 18 ist. Jetzt überfahren mich die Bullen! Haha! Ja, das ist über 18 machen kann. Egal, dabei haben mich die, hat mich jetzt die Polizei erschossen, aber ich habe ihn erwischt, von daher ist mir das relativ egal. Ja, wenn man älter wird, kann man auch treffen. Es ist nicht böse gemeint, aber es gibt einen Grund, warum man eigentlich in der Regel als Erwachsener ein besseres Aiming hat. Man kriegt nämlich mit den Jahren bessere Reflexe. Ist er das? Ja, da ist er. Der ist gerade auf der anderen Seite, auf dem anderen Eingang. Ne, das lasse ich nicht zu. Ach, ich werde ja dann von den blöden NPCs überfahren, wenn ich spawne. Ich mache immer so eine Swanton-Bomb vom Dach, wenn ich hier runterspringe. Ich überschlag mich einfach halb. Mich regt gerade auf, dass ihr mir mein Buzzard ernsthaft geklaut hat. Ich wollte damit euch was zeigen, aber der kleine... Ja, plötzlich geklaut. Ihr habt das voll darauf angelegt. Ich habe damit eigentlich gerechnet, aber ich habe gedacht, dass der ein bisschen Menschenverstand besitzt. Das ist immer der Fehler, man nimmt an, dass Menschen auch mal nachdenken und eigentlich immer nur nerven wollen. Fuck, ich treffe ihn nicht. Der haut jetzt natürlich ab. Der ist einfach nur dumm. Der ist einfach der voll ein Idiot. Der will mich rot holen, das kriegt er nicht hin.
Macht dein Heli kaputt. Ja. Kann ich auch ihn lernen. Ach, jetzt haut er ab. Oh, was für ein Mann. Oh, er dampft schon. Vollpfosten, Vollpfosten, ich hab das live gesehen. Ein Vollpfosten on Tour. Er ist ganz elegant gecrashed. So ein richtiger Idiot. Wie heißt der überhaupt? Hapliomi. Was ist denn das für ein Name? Übrigens, er ist gerade wieder gespawnt. Oh. Ich will ihn irgendwie töten gerade. Ja, ich hab ihn gerade erschossen. Ich hab dir gerade weggesnipert. Ja, ich. Ja, fick dich. Eigentlich war das nicht so gedacht, ich wollte dich eigentlich schubsen, aber ich vergesse immer, dass das nicht geht. Ich denke immer zu viel Wrestling noch gerade. Warte. Ah, schade, er bewegte sich. Ja. Oh, er hat daneben geschossen. Nö. Ich hab ihn schon wieder erschossen. Ach, das müsste ihm doch mittlerweile auf den Sack gehen, oder? Der ist hier irgendwo bei mir gleich. Ja, ich weiß auch nicht, wo der gespawnt ist. Ist hier hinten bei mir gespawnt. Also konnten wir euch doch. Hat der ein Aiming, Alter? Er hat auch gerade. Ich habe auch gerade 4 Schüsse gebraucht, um ihn zu töten oder so, aber er hat nicht geschnallt, dass ich auf ihn schieße. Er hat sich einfach nicht umgedreht. Der hat ja ein Aiming wie ein Stein. Und ich habe ihm $218 geklaut. Nein, das ist er nicht. Wo ist er? Lass es! Was denn? Versuch nicht schon wieder mich zu schlagen. Ich hätte dich schon 10 Mal schlagen können. Ah, ich weiß, wo er gespawnt ist. Ich sehe ihn. Sorry, dass ich gerade so auffallen gegenüber dem Typen würde, aber er hat uns. Ich weiß zwar nicht, was wir ihm getan haben. Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Nö, ich hätte ihn nicht getötet, ehrlich gesagt. Nö, ich auch nicht. Aber er dachte Wollte wahrscheinlich. Ich würde ihn nehmen und einfach nur wegfliegen, ehrlich gesagt. Aber leider will der Typ ja unbedingt meinen, er ist ein ganz großer Macker. Aber naja, dafür muss man ein bisschen üben beim Zielen. Und ja, was hier meine Aussage, es gibt natürlich auch 14-Jährige, die gut aimen können. Aber in der Regel können das Erwachsene wesentlich besser in Shootern, weil sie wesentlich bessere Reflexe in der Laufzeit hatten und auch länger schon Shooter spielen. Das ist nicht ohne Grund. Talent mag gut sein, aber Übung ist besser. Du hast doch ein verbessertes Sniper, ne? Ich geh gar nicht. Ich bin wegsnipern von ganz weit oben, damit es auch nicht. Aber der kommt nicht mehr her. Doch, er kommt. Ach, will das wissen? Mhm. Aber hier komme ich nicht weiter hoch. Aber er ist schon tot. Ist er tot? Ich habe ihn schon erschossen. Hey, wenn Markus den tötet. Ganz ehrlich, der läuft da ganz entspannt. Macht keinen Haken, kein nichts. Aber... Depp. Depp. Ein Six-Feet-Depp. Kommt man überhaupt aufs Dach über den Weg? Ja. Hä? Da kommt man rein? Ja. Warum sagst du das denn? Alter. Wie ich gelandet bin, Markus. Das ist schade, dass man gerade nicht meine Sicht. Ich bin irgendwie noch auf der Kante gelandet. Ich dachte auch so, die Tür. Und dann auf einmal, oh, man kommt hier rein. Boah, Alter, wie ich hier gerade Assassin's Creed spiele. Da auch rein. Wie geil ist das denn? Hä? Hier kann man auch noch hochlaufen? Wie kann man sich da an der Ecke durchlegen? Okay. Ah, pass auf. Der ist unter uns, direkt unter uns. Hast du eine Granate? Die hab ich schon alle verschmissen. Ich auch. Boom. Oh, die Bullen kommen. Ja, auf mich. Noob down. ja, ich glaube, die Folge ist jetzt allerdings deutlich länger als eigentlich eingedacht. Ja, ihr habt sie immer noch gesehen. Wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Wir schauen in der nächsten Folge dann, wie es mit diesem Herrn weitergeht.
Ja, jetzt könnt ihr aber sehen, wie das Trollen sich ändert zum Zurücktrollen. Genau. In diesem Sinne reingehauen und bis zum nächsten Mal.